Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. Und der Händler hat sich auch gerade noch mal kurz vorgestellt, hat die Hand gehoben im Hintergrund. Ja, in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, es wäre schön, wenn wir die ganzen Sachen hier einfach so mitnehmen könnten. Besonders die Munition und der Raketenwerfer wäre bestimmt auch ziemlich geil. Ja, was haben wir denn heute noch so vor? Wir haben schon gesehen, dass wir hier einen Schießstand haben und hier unten wird noch irgendwas angezeigt. Das dürfte wahrscheinlich hier sein, denke ich mal. Ich gehe mal davon aus, wenn da oben der Händler ist, dass hier unten nichts kommt, hoffe ich zumindest. Ach so, unser Inventar war fast ganz voll. Oh, das sieht mir gut aus hier. Aber ich habe natürlich wieder keinen Schlüssel. Okay, da haben wir aber noch was. Nee, das war nur die Leiter, ne? Ah, Pistolenmunition, sehr schön. Warum eigentlich nur 5? Ich denke, ich habe was, wo ich mehr durchbekomme. Ein Fisch! Ach, da gab es ja auch noch... Ja, da erinnere ich mich dran. Das habe ich, glaube ich, sogar in der letzten Folge erwähnt. Da gab es nämlich auch noch eine Aufgabe im Original, wo wir Fische fangen mussten. Das heißt, die können wir hier... War das jetzt Zufall? Ich habe ja gerade irgendwas gehört. Die können wir hier wahrscheinlich dann holen. Hier höre ich doch was. Irgendwo. Ah, da oben. Du Kleiner, du hast dich gut versteckt. Yes, da haben wir noch einen zweiten. Kommen wir hier hoch? Nee, ne? Ja, aber ansonsten... Aber das war jetzt nicht das? Mit dem... Ach so, nee, das war diese Schublade. Naja, gut, okay. Ja, dann schauen wir doch mal oben erstmal beim Schießstand vorbei, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie gut ich das hinkriege. Ich weiß, ich habe das damals 2-3 Mal gemacht. Das war doch hier der Schießstand. Ich hoffe, es ist richtig. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Zombie vorher rein. Willkommen, Fremder. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass du dich auf dem Schießstand versuchst. Ja, zumindest hier in dem Remake auf jeden Fall. Schieß auf die Schießscheiben, die nacheinander auftauchen. Einfacher geht's kaum. Wenn du dich einigermaßen anstellst, lass ich mal springen. Ein paar Kinkerlitzchen, du weißt schon. Egal, viel Spaß. Können wir uns jetzt mal eben in Ruhe umschauen, ohne dass ich immer wieder mich wieder zurückdrehen muss? Was ist das denn? Mit 3 silbernen oder goldenen Jetons können Sie am Jeton-Automaten einen zufälligen Talisman ziehen. Ach, das war das, ja. Je mehr goldene Jetons Sie einsetzen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, einen seltenen Talisman zu ergattern. Also die goldenen oder silberne können wir reinmachen. Boah, ist das eklig wegen den Shrimps. Wobei ich früher gerne Shrimps gegessen habe, muss ich dazu sagen. Aber es sind noch ein paar leckere Sachen bei. Schießstandregeln. Zerstöre die Piraten und erreiche den Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar. Ja, das haben sie gelassen. Sehr schön. Noch dazu kostenlos. Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du Jetons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst. Preise. Tausche deine Jetons an einen Jeton-Automaten gegen Talismane. Die kleinen Kostbarkeiten bekommst du sonst nirgends. Also keine falsche Bescheidenheit. Oh, sonst nirgendwo. Okay. Tipps und Tricks. Du kannst mehrere Ziele auf einmal zerstören, indem du eine Stange Dynamit in ihrer Nähe... Achso, auf eine Stange Dynamit in ihrer Nähe schießt. Sei vorsichtig, wenn du einen Matrosen erwischt, werden dir Punkte abgezogen. Ja, ja, schieß einfach auf alles, was sich bewegt. Das funktioniert ja super, wenn die jetzt schon sagen, dass man aufpassen soll, dass man keine Matrosen erwischt. Tipps und Tricks. Für manche Ziele braucht es mehr als nur einen Schuss. Baller auf sie ein, bis sie zerbersten. Oh ja, daran kann ich mich erinnern. Das war, glaube ich, aber nicht in der ersten Runde. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, tauchen Bonusziele auf. Die Bedingungen sind von Schießübung zu Schießübung verschieden. Ja, Leon zuckt schon. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal runter.
Ob ich das jetzt so hinkriege, wenn ich jetzt so sitzen bleibe, wie ich gerade sitze, ich weiß es noch nicht. Ich versuch's einfach mal. Ziele verschwinden nach einer gewissen Zeit. Pass auf, dass du zwischen den ganzen kleinen Fischen nicht die großen übersiehst. Okay. Achso, kann man hier... Ah, kann man dann eine auswählen. Okay. Und da steht dann auch, mit welchen... mit welcher Waffe man das machen kann. Highscore wäre natürlich 100%, klar. Mindestens 7000 Punkte wird man rotes für bekommen. Und dann alle 1000 Punkte darüber nochmal ein blaues. Wieso haben die dann eben von Silbern und Gold gesprochen? Das, naja. Okay, wir versuchen einfach mal unser Bestes. So. Kann man das hier? Achso. Falsche Taste gedrückt. Okay. Kein Matrosen, bitte. Pff. Hallo? Er kommt zurück. Die muss ich ja auch kriegen, denke ich mal. Ne? Das war jetzt sowas von Fail in der ersten Runde. Nein, wieso hat er nicht erschossen? Junge, du sollst nicht nachladen. Ja, natürlich muss er genau jetzt nachladen. Also die schießt bei weitem nicht so schön schnell wie meine. Ich habe schon mitbekommen. Zwei Silberne haben wir bekommen. Wir haben trotzdem ein A. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Allerdings muss ich sagen, gerade am Anfang habe ich ziemlich daneben geballert. 22 von 27 Ziele. Einer von sechs Bossen? Ich habe nur einen gesehen, den ich nicht gemacht habe. Du hast ja richtig Talent, mein Freund. Naja. So wie das gerade gegangen ist, glaube ich das eher nicht. Ich muss aber dazu sagen, es ist etwas schwieriger für mich, weil normalerweise schießt meine Pistole schneller. Und ich habe gedacht, die hier schießt auch schneller. Und ich habe mich immer gewundert, warum die nicht schießt. Also da muss ich mich ein bisschen drauf einstellen jetzt. Sie verschwinden nach einer gewissen Zeit. Pass auf, dass du zwischen den ganzen kleinen Fischen nicht die großen übersiehst. Ja, ich würde gerne die 7000... Ich würde es einmal noch probieren, ob ich das noch ein bisschen besser hinkriege. Und dann mache ich mal die anderen beiden, also B und C. Hallo? Oh, ernst? Oh, den wollte ich nicht. Okay. Nein! Oh, willst du mich jetzt veräppeln? Da zielt man genau auf das Dynamit und genau in dem Moment muss der nachladen. Ey, ich glaub's nicht. Ich muss zugeben, wir haben dich unterschätzt, Partner. Ach, du kannst mich mal. Na gut, beim ersten Versuch war es auf jeden Fall etwas besser. Jetzt hat er... Ich hätte vielleicht mal nachladen sollen zwischendurch oder so. Andererseits, das hätte auch ziemlich lange gedauert. Ich weiß es nicht. Achso, das war gar kein Revier. Oh, Leute. Och, dein Ernst jetzt. Ja, genau so. Genau so. Einfach immer nachladen die ganze Zeit. Ach so, scheiße. Ich dachte, das wäre Matrose. Na komm.
Naja, ich bin da jetzt nicht so zufrieden mit mir, aber dafür kriege ich jetzt ein B, aber ich habe immerhin 13 von 16 Zielen, also prozentuell mehr sogar noch erwischt. Sehr schön. Okay. Gut, das eine Mal war jetzt doof, weil ich dachte, das wäre ein Matrose, der dann noch dazugekommen ist. Wir probieren es einfach noch ein zweites Mal und dann machen wir das dritte nochmal. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder schlechter sein beim zweiten Versuch. Kann man den vielleicht... Oh, geh aber auch nicht dahin, wo ich hin will. Zappel nicht so. Ah, ich hab's geahnt. Also mit einem Headshot funktioniert das auch, okay. Sehr gut. Unfassbar. Ah, die hätte ich übereinander treffen müssen, ja. Und das Spiel ist vorbei. Okay. Naja, immerhin. Ich habe wieder 14 von 16. Aber ich weiß nicht, wo da noch andere sein sollen. Ich meine, der eine, den erwische ich nicht, weil der halt zu viel Zeit braucht. Okay. Aber wo sollen denn noch 10 schwere Gegner gewesen sein? Hinter den Matrosen versteckt oder was? Wir haben uns nicht in den geirrt, Fremder. Naja. Ich weiß nicht. 2, 1, leg los. Oh, geht's noch? Hallo? Oh. Pff. Ach komm. Ich wollte nur nicht den... Boah, natürlich. Er muss wieder dann nachladen, wenn ich es überhaupt nicht gebrauchen kann. Hallo? Nein. Na komm. Die sind tatsächlich dahinter versteckt. Jetzt sehe ich das erst. Och, nee. Oder? Ja gut, das war mit Abstand mein schlechtestes Ergebnis. Sehr schön. Nein, so schön war es nicht. Hier haben wir auch nichts, was wir noch einsammeln können oder so, ne? Ja. Aber ich meine, gut, einmal... Oh, hier haben wir was zum Angucken. Was ist das denn? Minus 500 für den Matrosen. Naja, das mit dem Dynamit wollte er ja zweimal nicht. Da bin ich immer noch sauer drüber. Jedes Mal musste er dann nachladen. So, jetzt haben wir 4 von den Dingern. Die tun wir mal rein. Beziehungsweise 3 tun wir mal rein. Und ich gehe mal davon aus, dass ich Gold eh nicht bekomme. Von daher ist es nicht so schlimm. Talismane, das wissen wir. Wobei die schon lustig aussehen. Riesenkäfer, episch. Der Verkaufswert von heilenden Objekten steigt um... Achso, der Verkaufswert steigt um 100%. Ja... könnten wir jetzt rein... Achso, kann ich hier gar nicht ranmachen, ne? Den Koffer kann ich nicht. Objekte. Nee, da kann ich nur das. Das kann ich nur bei dem Händler oben machen. Du gehst schon. Ja, ich gehe. Ich guck noch mal kurz. Achso, hier sind gar keine Daten vorhanden. Na gut. Ist nur der Schießstand oben, der angezeigt wird. Na gut. Dann schauen wir mal kurz. Wir können ja 3 Talismane anbringen, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Das bringen wir rechts an, genau. Das heißt, wenn wir mal irgendwas verkaufen möchten von unseren Heilobjekten, dann bekommen wir dafür wesentlich mehr Geld. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Würde jetzt in unserem Fall heißen, ich will es nur mal eben gucken. Im Grab.
bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Okay, wir würden 20.000 für so eine Kräutermischung bekommen. Das ist heftig. Und für die Erste-Hilfe-Spray ist quasi gar nichts, obwohl die Kräutermischung das Gleiche bringt im Endeffekt wie so ein Erste-Hilfe-Spray. Da würde ich fast sagen, dass wir das tauschen, dass wir hier die Kräutermischung verkaufen und Erste-Hilfe-Spray reintun. Zwei Stück haben wir von den ganzen Kräutermischung meine ich. Da müssten wir dafür zwei Erste-Hilfe-Sprays reintun. Ja, würde ich mal sagen, weil bei dem Preis, bin ich ganz ehrlich, Zeit ist Geld, Partner. Ja, nerv mich nicht. Ja. Danke. Ich hab ja, ich hab zu danken, ne? Ich hole mir jetzt mal kurz die die Erste-Hilfe-Sprays raus. Das da rein, zack. Weil ich weiß halt nicht, ne? Wir hatten jetzt schon lange keinen Bossgegner mehr und ich weiß, dass wir am See sind, da gibt's einen Bossgegner. Und ich weiß, dass wir in der Nähe von diesen Typen sind, das ist halt ein Bossgegner, deswegen, ja. Haltbarkeit, die könnten wir theoretisch nochmal verbessern. Wenn du eine Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Von 1,2 auf 1,3. Wenn wir jetzt nochmal einen Kettensägen-Typen kriegen, dann ist das sicher wichtig, dass wir die tunen. Das wären dann 10.000. So, da haben wir schon mal die volle Angriffskraft. Die könnten wir, ja gut, die könnten wir auch nochmal erhöhen. Wäre natürlich auch geil. Wobei die jetzt schon sehr viel Schaden macht, muss ich sagen. Ja gut, Bolzenwerfer, das ist meine, ne? Die macht jetzt 1,5. Ich könnte theoretischerweise den Bolzenwerfer, aber da, wir brauchen halt so viel für die Bolzen. Das ist mein Problem. Ich würde den gerne einfach irgendwie leer ballern oder nichts sowas. Nichts dabei, und was dir gefällt, Fremder. Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Es tut mir leid. Magazingröße. Also ich möchte ja eine auf jeden Fall auf Maximum bringen, wie du gegen Punkten. Wolltest. Dann würde ich sagen, machen wir auch die Nachlade. Also ich versuche, dass ich noch 10.000 übrig lasse. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. So, dann haben wir die maximiert. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Und dann würde ich sagen, machen wir die Haltbarkeit, schmeißen wir hier einfach nochmal rein. Hier, wie du es haben wolltest. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Komm jederzeit wieder. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Moment. Haben wir noch? Nee, wir haben nur Rubin, Saphir. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Mal. Okay, von den anderen Sachen haben wir nichts. Was wir wohl theoretisch machen könnten, fällt mir gerade ein. Wir hätten jetzt noch einen Anhänger da rausholen können. Wenn wir jetzt hier ganz viel schießen, ich gucke nochmal eben, wie teuer die sind, also nur mal Interesse halber. Und dann hätte man jeden Anhänger quasi für 2.000 verkaufen können. Ist nicht viel, aber wenn man Geld braucht, ist das ja doch schon ein bisschen was, ne? Also das finde ich wirklich nicht schlecht. So, jetzt bin ich gerade am gucken. Von links sind wir gekommen, das heißt rechts. Moment. Nee, rechts, das ist das, wo wir nach unten können. Das heißt, oben durch die Doppeltür müssten wir theoretisch raus. Ich wollte gerade sagen, die können wir jetzt noch mal ein bisschen höher aufladen. Die anderen Sachen haben wir jetzt nicht aufgeladen. Wir haben nur noch zwei Plätze frei. Ja gut, ein Messer wird wohl relativ schnell kaputt gehen. Die Bolzen werde ich auch wegballern. Ich guck noch mal eben. Kann ich jetzt so nicht sehen. Nee, kann man nicht. Kann man nicht aufladen. Okay, hat nur drei Bolzen. Ja, hier oben müssen wir rum, ne? Ist richtig. Nee, ich wollte hier eigentlich gucken. Okay. Ist ein Aussichts... Ah ja, ich weiß, was das ist.
Das ist nämlich der Polizist. Scheiße. Und das ist unser Bossgegner. Ja, da freut man sich doch drauf, den See zu überqueren. Jetzt ist die Frage, was haben wir denn hier? Wir können hier runtergehen. Da ist unser Ziel, Zwischenziel. Oh, und da unten ist aber nochmal eine Medaille, wenn wir da nochmal runtergehen. Unser Zwischenziel. Das Problem ist... Wo ist die Medaille? Geradeaus rechts. Das ist mir ehrlich gesagt zu ruhig gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier hin möchte. Und es wird mal wieder zu dunkel. Da ist noch ein Anschlagbrett. Sehe und höre gerade nichts. Wenn das Bootsbenzin ausgeht, das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Jeder nimmt nur so viel, wie er braucht. Ja. Ich weiß nicht, ob die sich dann immer daran halten. Einer drin. Es ist auch so dunkel. Ich hoffe mal nicht, dass da jetzt einer kommt. Rohstoffe. Natürlich mussten es jetzt wieder Rohstoffe sein. Das Messer würde ich sonst auch mitnehmen. Pistolenmunition, sehr schön. Ah, hier ist das Boot, verstehe. Natürlich fehlt Benzin. Kommt schon, füllt wenigstens das Benzin nach. Ah, da, wie komme ich da? Am besten, das sind die Fische, nehme ich an. Boah, wie soll man denn da durchschießen, bitte? Hallo? Na, das war ja jetzt mal... Ne? Was bist du denn für ein Fisch? Vor allen Dingen bleibt er da einfach so oben stehen. Aber ich kann den nicht nehmen, wenn ich den jetzt hier anschieße, oder? Ne. Ich würde es jetzt lieber nicht machen. Ich weiß auch, dass man irgendwann, wie gesagt, noch so eine Aufgabe bekommt. Da könnten wir noch rein. Da unten können wir auch noch weiter. Ich weiß nicht. Da können wir nur hoch. Ah, ne, da können wir nicht weiter. Da ist... Was ist das denn? Ach, da haben wir doch ein Teil für. Genau. Kann ich da schon irgendwas machen? Ne, noch nicht. Da fehlt vor allen Dingen noch ein Teil. Okay. Ja. Geh durch. Ach, ihr könnt mich doch mal... herstellen. Zack. Okay. Nein! Ach, jetzt habe ich aus Versehen Schießpulver. Genau, die wollte ich eigentlich nehmen. Das ist jetzt doof, aber wir kommen hier sicher nochmal vorbei. Achso, dann ist das Ziel... Ist dann quasi, warum da jetzt ein Ausrufezeichen noch steht, weiß ich nicht. Okay, ich dachte gerade, mich greift jetzt jemand an, sobald ich rausgehe. Das Ziel ist dann also quasi das Benzin. Wo war denn jetzt hier? Achso, direkt hinter mir. Ja.
Ja, dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, so blöd das auch klingt, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich gehe nochmal eben zurück und speichere dann vorsichtshalber nochmal ab. Ich weiß nämlich nicht, was mich hier drin erwartet. Hier sind nochmal Medaillons, dann ist nochmal ein Zwischenziel. Wenn ich da aber das Benzin fürs Boot bekomme, heißt das, dass da wahrscheinlich wieder eine Ohnmacht an Zombies auf mich wartet, gehe ich mal von aus. Deswegen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Außerdem ist es sehr dunkel, das heißt, diese nervigen Las Plagas werden sicher auch da drin sein. Und dann ist es mir lieber, wenn ich nochmal abgespeichert habe. Wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.